Hi Leute, willkommen bei mir zu Hause. Heute nehme ich euch mit zum Training in die Fight School. Heute ist Sparringstag, aber erst kommt erstmal rein. So, heute machen wir ein kleines Video für die Fight School, wo wir mich als Kämpfer ein bisschen begleiten. Ich zeige euch heute, wie so mein Tagesablauf aussieht, wenn ich trainiere. Heute ist tatsächlich Sparringstag. Das heißt, ihr kommt am besten Tag der Woche. Damit ihr mich erstmal kennenlernt, ich bin Hugo Fach, 22 Jahre alt. Ich bin einer der professionellen Kämpfer aus der Fight School. Aber dazu mehr. Jetzt muss ich erstmal meine Supplements fertig machen und meine Tasche packen und dann geht's zum Training. Na, dann wollen wir mal. Okay, Leute, let's go. Okay, was hat mich dazu inspiriert, Kampfsport zu machen? Ich habe im Laufe meiner Karriere, was heißt meiner Karriere, als Junge, ich habe alle Sportarten gemacht. Ich habe Fußball gespielt, Tennis gespielt, ich war Klettern, Hip-Hop, Leichtathletik, ich habe alles gemacht. Dann habe ich irgendwann mit 13 habe ich mich angefangen, in einem Kampfsportstudio anzumelden und halt mit Kampfsport anzufangen. Und ich habe immer, jede Sportart habe ich gemacht, war von Anfang an gut. Und dann hatte ich irgendwie keinen Bock mehr, nach einem Jahr noch besser zu werden. Und dann habe ich das nächste angefangen. Und beim Kampfsport war es einfach so, dass ich war auch am Anfang gut, so, ich war talentiert, aber trotzdem gab es viele Leute, die mich halt einfach verprügelt haben. Und ich glaube, das hat mich am Ende motiviert, wirklich darin besser zu werden. Und dann bin ich halt beim Kampfsport geblieben. Und das ist der letzte Sport, den ich angefangen habe und den mache ich halt immer noch. Und jetzt mache ich ihn professionell. Deswegen. Ich würde sagen, ich habe einfach beim Kampfsport einfach meine Passion gefunden. Das war einfach der Sport, der mich am meisten überzeugt hat von allen. Jetzt gerade bin ich an einem Punkt in meiner Karriere, wo ich 3 Profikämpfe gemacht habe. Ich habe alle 3 gewonnen, auch alle 3 gefinished. Dementsprechend bin ich gerade sehr, sehr glücklich damit, wie meine Karriere bisher läuft. Als nächstes Ziel ist jetzt, ich habe die nächsten 2 Kämpfe geplant, Ende März und Anfang Mai. Mein Ziel ist halt, die beiden auch noch zu gewinnen. Dann bin ich 5-0. Und ich denke, dann macht es Sinn, schon über den internationalen Raum nachzudenken, um dann in die großen Ligen zu kommen. Das ist jetzt das Short-Term-Goal, würde ich sagen. Okay, Leute, wir sind hier am Eingang zur Fight School. Lass uns mal hochgehen. Wie gesagt, heute ist Sparringstag. Samstag ist immer der Tag, wo wir unser MMA-Sparring machen. Mittwochs machen wir normalerweise noch Kickbox-Sparring. Das heißt, wir haben 2 Sparringseinheiten die Woche. Und Sparring, das muss ich keinem erklären, der selber Kampfsportler ist. Es macht halt einfach immer am meisten Spaß, sich wirklich mit seinen Trainingspartnern zu schlagen, sich zu messen, besser zu werden. Und dementsprechend freue ich mich, euch heute hier mal mitzunehmen. Moin! Alles gut bei dir? Guten Tag. Hey, du bist ein Spasti. Hast du Bock auf Kaffee? Bock auf Kaffee? Ich hab Bock auf Ellenbogen, Junge. Ich hab Bock auf Kaffee. Guten Tag. Herr Hugo. Herr Holzer. Herr Hugo, wie geht's dir? Sir Andrei. Eine Frage, die uns Kämpfern häufig gestellt wird, ist, wie geht ihr mit der Aufregung um? Es ist auf jeden Fall so, dass beim Kampfsport, denke ich mal, mehr Aufregung im Spiel ist als bei vielen anderen Sportarten, einfach weil das Risiko einfach höher ist. Ne? Ich meine, beim Kampfsport, wenn du verlierst, erstens kann es wehtun, zweitens kann deine Ehre verletzt werden, so, dein Selbstbild. Und wenn du aber in einem Teamsport irgendwie mal an einem Wochenende ein Fußballspiel verlierst, da ist nicht annähernd so viel Risiko, wie wenn du dich monatelang auf einen Kampf vorbereitest und dann den Kampf verlierst. Deswegen die Frage ist, wie geht man damit um? Was mir mittlerweile hilft mit meiner Aufregung, ist einfach die Sicherheit in meine Vorbereitung. Ich weiß, dass ich eine super Vorbereitung gehabt habe. Ich weiß, dass ich monatelang alles gemacht habe, was ich machen musste. Und dann weiß ich auch, dass der Kampf so ausgehen wird, wie ich mir das vorstelle. Okay, also in den ersten Runden machen wir immer noch Boxsparring. Die ersten 2 oder 3 Runden? Die ersten 3 Runden machen wir immer noch Boxsparring, danach machen wir Thai-Boxsparring und dann gehen wir ins MMA-Sparring rein. Wir drehen einen Film! Sie müssen von mir lernen! Und nicht hier mit diesem Fraß! Von diesem Fraß kann kein Mensch leben, okay? Und genau deswegen habe ich mich für die Fight School Hannover entschieden. Unsere Aufwärmung ist jetzt vorbei. Wir haben unsere ersten Runden Boxsparring und Thai-Boxsparring gemacht. Jetzt machen wir gleich unser MMA-Sparring. Wir machen das immer so, dass die Leute, die kämpfen, werden durchgejagt quasi. Die kämpfen 3 Runden in Folge und kriegen jede Runde einen neuen Partner. Deswegen, das machen wir gleich.
als wichtigsten Rat für jemanden, der gerade erst mit Kampfsport anfängt: Lasst euch nicht so von Johnny verprügeln, wie ich mich gerade verprügeln lasse. Lasst das Ganze langsam angehen. Macht mit, auch mit anderen Anfängern, aber auch mit ein paar Leuten, die besser sind als ihr, sodass ihr lernt. Und lasst euch nicht entmutigen, wenn es am Anfang nicht so gut funktioniert. In welchen Kampfsituationen fühlst du dich am stärksten? Ich bin Allrounder, ich fühle mich überall wohl, aber ich würde den Kampf im Stehen lassen. Also wenn ich einen Takedown suchen muss, um die Runde zu gewinnen, mache ich das. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass ich im Stand überlegen bin, dann bleibe ich gerne im Stand. Ich denke, das Wichtigste ist halt einfach, dass man sich sagt, dass man nie aufgeben darf. In der Runde, die ich gerade hatte mit Max zum Beispiel, hat er mich am Boden dominiert, hatte die ganze Zeit über meinen Rücken. Und man muss sich die ganze Zeit sagen, komm, einfach weitermachen. Nicht aufgeben, weil aufgeben ist halt keine Option. Das heißt, immer wieder aufstehen, immer wieder wenigstens was probieren. Auch wenn ich jetzt die ganze Zeit dominiert wurde, habe ich die ganze Zeit probiert, wieder aufzustehen, die ganze Zeit probiert, in eine bessere Position zu kommen. Und das ist die Hauptsache, dass man nicht aufgibt. Weil wenn man aufgibt, dann gibt man dem Gegner halt die Chance, den Kampf zu beenden. Und das sollte niemals passieren, dass der Kampf vorzeitig beendet wird. Okay Leute, das war das Sparring für heute. Ich bin jetzt durch. Ich habe am Ende noch eine Runde mit Johnny gemacht, dass er auch auf seine 3 Runden gekommen ist. Und jetzt mache ich ein bisschen Cooldown. Ich dehne mich ein bisschen. Und vor allem, was ich jetzt seit Neuem mache, was die Regeneration fördern soll, ist halt wirklich mich auf die Atmung zu konzentrieren und ein vernünftiges Cooldown zu machen. Was ich da mache, nennt sich Box Breathing, wo man quasi eine Box macht. Das heißt, ich atme für 5 Sekunden ein, dann halte ich das für 5 Sekunden, dann atme ich für 5 Sekunden wieder aus und dann halte ich das auch nochmal für 5 Sekunden. Und das mache ich so für 5 bis 10 Minuten. Und dann habe ich meinen ganzen Körper wieder runtergebracht und dann ist die Regeneration auch eingeleitet. Und dann kann ich, während ich das mache, ein bisschen das Sparring rekapitulieren lassen, mir ein bisschen über Gedanken machen, darüber, was ich besser machen kann, was ich gut gemacht habe. Und ich würde sagen, das mache ich jetzt erstmal. Wenn ich nicht im Gym bin und nicht gerade trainiere, dann ist eigentlich trotzdem der Großteil meiner Freizeit ist trotzdem auf die Karriere fokussiert. Ich habe keinen anderen Job, den ich mache. Ich habe ein Studium, was ich nebenbei mache, aber das mache ich wirklich nur so nebenbei. Und auch den Rest meiner Zeit investiere ich in meine Karriere. Ich probiere mehr Dinge herauszufinden über das Krafttraining, allgemein über Sportwissenschaften, über Ernährung, über Regeneration. Ich mache außerdem Videos für meinen eigenen YouTube-Channel. Da könnt ihr auch gerne vorbeigucken. Hier ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ansonsten finde ich sehr viel Spaß am Reisen. Und das Reisen verbinde ich auch sehr gerne mit dem Training. Also wenn ich reise, dann reise ich eigentlich nur in Länder oder in Städte, wo ich trainieren kann. Also ich suche mir einen Gym aus in der Welt, wo ich hingehen möchte, um zu trainieren. Und dann reise ich halt dahin, um da zu trainieren, um meinen Horizont zu erweitern. Aber ansonsten mache ich eigentlich nichts anderes. Meine ganze Zeit ist fokussiert auf dem Training, auf meiner Karriere und deshalb werde ich auch meine Ziele erreichen. Okay Leute, ich bin jetzt durch mit dem Training, habe gerade geduscht, jetzt habe ich mich hier nochmal ganz entspannt hingesetzt und ich werde auch noch auf ein paar weitere Fragen eingehen. Die erste: Warum habe ich mich für die Fight School als Team entschieden? Es ist einfach so, dass hier in der Fight School, vor allem in meiner Gewichtsklasse, die besten Kämpfer aus ganz Hannover trainieren. Und das hat sich über die letzten Jahre herauskristallisiert und dementsprechend bin ich auch hier, um halt die besten Trainingspartner zu haben. Um wirklich erfolgreich zu sein, brauchst du die besten Trainingspartner. Und da hat die Fight School einfach einen guten Job gemacht. Okay, die nächste Frage ist: Was war bisher mein größter Erfolg als Kämpfer? Ich würde sagen, das ist eine schwere Frage zu beantworten, weil man seine Karriere auch aufteilt in Amateur- und im Profibereich. Im Amateurbereich war mein größter Erfolg bei der GMC Olympics, den ersten Titel quasi zu gewinnen im Federgewicht. Und bei meinen Profikämpfen, weil am Ende war ein Kampf besser als der nächste. Ich habe alle 3 Kämpfe gefinisht, alle 3 Kämpfe dominant gefinisht.
Und dementsprechend, die kann ich nicht aufwiegen. Das waren alles meine größten Erfolge bisher. Die nächste Frage, die mir sehr gefällt hier ist, inwiefern hat Kampfsport dich als Person geprägt? Ich würde behaupten, ich bin mit Kampfsport jetzt aufgewachsen. Ich bin, als ich 13 bin, habe ich angefangen mit dem Kampfsport. Jetzt bin ich 22 Jahre alt. Jetzt mache ich es fast 10 Jahre lang. Und ich bin wirklich in meinen Jugendjahren bis zu meinem Erwachsenenalter durch Kampfsport gewachsen. Deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, wer ich wäre ohne Kampfsport. Dem Selbstbewusstsein, das ich schon immer hatte, hat es ein Fundament gegeben. Weil ich jetzt wirklich etwas habe, worauf dieses Selbstbewusstsein aufgebaut ist. Allgemein gibt dir Kampfsport eine Selbstsicherheit, mit der du durchs Leben läufst, einfach weil du weißt, dass du dich verteidigen kannst, dass du musst nicht mit Angst durchs Leben laufen. Dementsprechend würde ich jedem empfehlen, Kampfsport auf jeden Fall auszuprobieren. Und ein wichtiger Aspekt, auf den ich noch eingehen würde, ist wirklich zu lernen, seine eigenen Grenzen zu kennen. Und das kannst du halt durchs Kampfsport sehr gut machen, weil du halt einfach an deine Grenzen gehst. Zur letzten Frage, wer ist mein Vorbild, wer ist mein Mentor? Das ist eine schwierige Frage, weil sich im Laufe der Zeit, ich bin mit dem Kampfsport groß geworden und ich bin mit dem Kampfsport gewachsen und dementsprechend haben sich auch meine Vorbilder, meine Mentoren geändert. Aber ich würde schon sagen, dass ich habe immer aufgeblickt zu denen, die ganz oben sind im Sport. Das heißt zum Beispiel 2015, 2016, Conor McGregor war jemand, zu dem ich sehr aufgeguckt habe und auch der mich immer noch inspiriert, obwohl seine Karriere leider ein bisschen hoch und runter ging. Wer hat mich noch inspiriert? Im Moment würde ich sagen, Israel Adesanya ist jemand, zu dem ich aufgucke. Alexander Volkanovski ist jemand, zu dem ich aufgucke. Weil sie beide, würde ich behaupten, gute Menschen und gute Kämpfer sind und wirklich auch wissen, was sie tun. Und eine dritte Person ist Henry Cejudo, weil auch er wirklich bewiesen hat, wie facettenreich Kampfsport wirklich ist, das MMA-Game wirklich ist und einfach wie schlau man an die Dinge rangehen kann und dann erfolgreich sein kann. Also ich würde sagen, das sind so im Moment die drei Personen im Kampfsport international, zu denen ich aufgucke. Okay Leute, das war's erstmal mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick bekommen, wie das Leben für mich als Profikämpfer aussieht, wie das Training hier in der Fight School aussieht. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst es uns das wissen und seid gespannt für die nächsten Videos, die kommen werden auf diesem Kanal. Also wir sehen uns nächste Woche. Bis bald.